Nicht nur das Schweißgerät, sondern auch das Thema Sicherheit ist ein wichtiger Faktor beim Schweißen. Thema Sicherheit, ganz wichtig. Wichtig, Sicherheit. So. Als erstes beginnen wir mit der passenden Bekleidung. Bei der Jacke und bei der Hose ist wichtig, dass sie passt. Das heißt, Ärmel oder lange Ärmel und eine lange Hose, also keine kurze Hose oder T-Shirt. Besonders wichtig ist, dass die Bekleidung aus dem passenden Material ist. Deswegen sollte man darauf achten, dass sie nicht aus Kunstfasern ist, die dann, wenn zum Beispiel Schweißspritzer draufkommen, verkleben und sich an den Beinen oder am Oberkörper festbrennen können. Die passende Schweißerbekleidung ist meist durch Symbole mit der entsprechenden Norm auf der Bekleidung Innen- oder Außenseite gekennzeichnet. Ein wichtiger Punkt ist bei der Bekleidung, dass sie passt. Darauf sollte man achten, dass man die richtige Größe hat, die man natürlich sonst auch trägt bei den normalen Klamotten. Das heißt, dass die Ärmel nicht zu lang sind und dadurch zum Beispiel Falten oder große Falten schmeißt, wo sich dann Schweißperlen sammeln können. Natürlich kann man es nicht vermeiden bei einer Arbeitsjacke, dass dort auch mal Löcher reinkommen. Aber sollten die Löcher zu groß sein, dass man zum Beispiel einen ganzen Finger durchstecken kann, sollte man die Jacke austauschen, weil dadurch können auch weitere Spritzer fliegen. Ein weiteres Merkmal der richtigen Schweißerkleidung ist, dass meistens die Taschen mit einem Klettverschluss oder einem Reißverschluss versehen sind und zusätzlich nochmal mit einer Lasche geschützt sind, weil wenn die Taschen aufstehen, kann es sein, dass natürlich auch da rein von der Seite Schweißspritzer fallen können. Eine andere Alternative zu den Stoffjacken sind die Lederjacken. Die Lederjacken haben besonders einen Vorteil, dass sie deutlich resistenter gegen Spritzer sind. Diese haben natürlich den Nachteil, wenn man beim hohen Temperaturen schweißt, dass es natürlich deutlich wärmer wird hier drunter. Aber diese Lederjacke sind deutlich widerstandsfähiger und schützen besser vor Funken oder Spritzern. Zum Beispiel beim Fugenhobeln. Fugenhobeln ist ein Verfahren, was sehr, sehr viele Funken erzeugt. Und dadurch können besonders die normalen Schweißerklamotten deutlich stärker strapaziert werden und schneller kaputt gehen. Bei Schweißarbeiten, die besonders im Sitzen durchgeführt werden, kann man auch zusätzlich noch eine Schürze nutzen. Diese gibt es in zwei Varianten. Einmal eine, die die Beine und die Brust mit bedeckt. Oder eine halbe Schürze, die nur für die Beine da ist. Wichtig ist natürlich auch, wie in jedem Bereich, wo handwerklich gearbeitet wird und in jeder Werkstatt, dass man Sicherheitsschuhe trägt. Da diese meist zum Beispiel die Schnürsenkel durch Spritzer nicht geschützt sind, gibt es dafür spezielle Gamaschen, die man dann über die Schuhe ziehen kann. Bei den Schutzhandschuhen würde ich empfehlen, welche aus Leder zu wählen, weil diese deutlich widerstandsfähiger sind. Und zum Beispiel, wenn diese mal heiß werden, können wie zum Beispiel hier Löcher entstehen, aber sie verbrennen nicht. Wenn man Kunststoffhandschuhe nutzt, können diese Feuer fangen und dann verbrennen und sich auf der Haut festsetzen. Natürlich gibt es auch unterschiedliche Dicken der Handschuhe. Diese hier sind etwas dicker und dadurch gut geeignet zum Mackschweißen. Oder hier diese etwas dünneren sind gut geeignet zum Wickschweißen. Wichtig bei Schweißerhandschuhen ist, dass diese lange Stulpen haben, damit der Übergang zwischen Handschuh und Jacke bedeckt wird. Die Handschuhe sind auch mit den passenden Zeichen versehen. Um den Kopf vor Spritzern zu schützen, gibt es auch zwei Möglichkeiten. Entweder man nimmt zum Beispiel so eine Schweißerhaube oder manche Schweißhelmhersteller bieten auch die Möglichkeit, eine passende Haube direkt an dem Schweißhelm zu befestigen. Zur eigenen Sicherheit sollte man eine Schutzbrille tragen beim Entfernen der Schlacke, wenn man zum Beispiel E-Hand geschweißt hat oder mit einem schlackgeführenden Fülldraht Mack geschweißt hat. Natürlich kann bei der ganzen Prozedur Schweißen, also auch Vor- und Nacharbeit, Lärm entstehen. Deshalb ist zu empfehlen, passenden Gehörschutz zu tragen. Diese gibt es in mehreren Formen, wie zum Beispiel einmal diese Over-Ear-Kopfhörer, auch Mickey-Mäuse genannt, oder ein paar Ohrenstöpsel, die man natürlich auch beim Schweißen und am Helm tragen kann. Mit der wichtigste Schutz ist der Schutz für die Augen. Dafür gibt es zum Beispiel die klassische Variante, also ein Schweißschild. Das heißt, man kann es mit einer Hand festhalten und mit einer Glasscheibe, die verdunkelt ist, und einer Vorsatzscheibe, die man wechseln kann, falls diese mit Spritzer besetzt ist. Die deutlich modernere Variante ist ein Automatikhelm. Der Automatikhelm hat den Vorteil, da man ihn auf den Kopf aufsetzen kann, hat man beide Hände zum Schweißen frei. Und zweitens dunkelt dieser automatisch ab, wenn der Lichtbogen gezündet wird. Ein Schweißhelm hat innen drin eine elektronische Kassette, die, wie man hier sieht, mit Sensoren bestückt ist. Sobald die Sensoren eine gewisse Helligkeit erkennen, wird automatisch innen drin der Filter aktiviert. Das heißt, er dunkelt automatisch innerhalb von Millisekunden ab und so werden die Augen geschützt. Ein weiterer Vorteil des Automatikhelmes ist, wenn der Helm runtergeklappt ist, kann man auch
ohne dass man schweißt, durch das Sichtfenster hindurch sehen und so vorher seine passende Schweißstelle zu finden. Die Helme gibt es in zwei Varianten. Einmal die Standardvariante oder Helme mit einer Frischluftzufuhr. Diese sind besonders vorteilhaft beim Schweißen von Chromnickelstellen oder Aluminiumlegierungen. Die Helme sind von der Basis meist gleich und haben zusätzlich noch einen passenden Schlauch, wo dann die Frischluft innen in dem Helm verteilt wird, damit keine in Anführungsstrichen dreckige Luft von außen in den Helm gelangt, sondern nur die gefilterte, gibt es ein passendes Dichtband, was um den Kopf herum abdichtet. Natürlich muss auch irgendwo die frische gefilterte Luft herkommen. Diese wird meist aus gewissen Akku-Packs oder Filter-Packs auf dem Rücken getragen und dann durch den Schlauch zum Helm geführt. Das Pack besteht meistens aus einer Batterie, einem Filter und dem passenden Gebläse. Sollte man Chromnickelstähle oder Aluminiumlegierung schweißen, gibt es auch zusätzliche Filter, die die giftigen Stoffe aus der Luft zusätzlich filtern. Diesen kann man ganz einfach zwischen den Standardfilter einbauen. Bei andauernden Schweißarbeiten an einem festen Arbeitsplatz in einer Halle ist es zwingend erforderlich, eine passende Schweißrauchabsauganlage zu installieren. Diese gibt es in mehreren Varianten, wie zum Beispiel diese fahrbare und zum Beispiel Anlagen, die an der Wand hängen und durch passende Rohre zum Schweißplatz geführt werden. Natürlich ist das Tragen von Schmuck beim Schweißen nicht von Vorteil. Deshalb würde ich euch empfehlen, diesen vorher abzulegen. Achtet auf das Thema Sicherheit und kauft die richtige Ausrüstung. Habt ihr weitere Fragen zu der passenden Ausrüstung beim Schweißen? Schreibt einfach in die Kommentare.